Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit auf meinem Kanal. Wir gehen in Arosa eine Runde Post zu stellen. So stand es zumindest in der Beschreibung. Und zwar das Arosa Linien Aggregates Pack, also das Frachtpaket. Und dort haben wir hier noch zwei Szenarien offen. Beide nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist schon mal ganz gut. In diesem Fall geht es darum, Post zuzustellen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Und dann mal wieder in der Schweiz unterwegs. Wuhu. Eine von fünf Schweiz-DLCs, die wir haben. Eine von drei Strecken. Wir haben ja einmal die RHB Anniversary Collection für die Arosa-Linie und einmal hier das Aggregats-Pack. Und heute wollen wir bergauf fahren. Willkommen im Bahnhof Chur. Aufgrund von Schneefällen, die eine Straßensperre verursacht haben, wurden Sie mit einem speziellen Postzustelldienst beauftragt. Schnappen Sie sich den Postbeutel und legen Sie ihn in den Gepäckwagen. Fahren Sie anschließend mit dem Personenzug von Chur nach Arosa und stellen Sie die Post in den einzelnen Bahnhöfen zu. Also, nicht nur Lokführer, heute sind wir auch mal Postbote. Wir gehen erstmal den Sack holen. Oder auch immer ist. Da vorne steht ein Sack. Der berühmte Kreis in China, oder wie? Da vor uns, ja, da steht gar keiner. Da hat doch gerade noch ein Zug, oder? Bin ich dämlich? Nee, bin dämlich. Okay, ich bin dämlich. Gut, also, einmal in den Gepäckwagen. Und dann sollen wir den Hobel da auch selber den Berg hochfahren. Oh. Bin ich gut wagen. Gut. Ausfahrsignal haben wir schon, habe ich schon gesehen. Dann wollen wir die Kiste mal ins Laufen bringen. Zack, zack. Den da auf 2. Dann sollten wir eine Zugspitze haben und dann sollte das hier soweit alles passen. Gut, seid ihr ready? Ah, ich muss die Bremse auch noch lösen, ne? Hilft. So, Zugsicherung sollte an sein. Die ist ja hier eh automatisch auch immer an. Wird am Wohnzimmer rumrandaliert. So, und dann halten wir direkt mal einen Kuh am Bahnsteig. Warum auch immer. Ey! Ah, wir haben gerade eine Einführung gespielt, ne? Also aufgenommen. Running Gag. Und ich habe noch drei Einführungen gefunden, die noch offen sind. Leute, da müsst ihr jetzt leider durch die nächsten Tage. Hallo? Doof. Aus. Dankeschön. So. Ja, relativ einfache Nummer. Vom Schwierigkeitsgrad Arosa und Bernina. Bergauffahren, überhaupt gar kein Problem. Beim Bergabfahren hier auf der Arosa ist es ein bisschen anspruchsvoller. Bei der Bernina ist das doch schon recht einfach gehalten. So, da öffnen wir die Türen. Und dann sind wir eine Stunde 10 unterwegs und werden unterwegs die Post ausliefern. Aber ich nichtsdestotrotz, dass diese Strecke hier nicht sehr anspruchsvoll ist, wenn man bergauf fährt, ist sie trotzdem eine schöne Strecke und ich mag die total gerne. Könnte zwar auch mal ein kleines Face-Uplifting-Ding da gebrauchen. Facelift, Face-Update-Ding da. Ein bisschen Botox in die Backen. Aber ansonsten, ich mag die total gerne. Vor allem, weil es ja auch wieder ein bisschen ungewöhnlich ist. Reward-Produkt halt, ne? Da wird wieder viel ausprobiert. In diesem Fall die Meterspur. Und ich muss leider bestätigen, dass ich immer noch keinen Key für die 101 habe. Ich könnte kotzen. Weil jetzt wird es langsam enger, auch mit der Zeit. Ich glaube, die ersten 3 Tage habe ich jetzt schon abgedeckt, was den Urlaub betrifft. Wir machen uns mal fahrbereit hier langsam. Und dann würde ich sagen, geht's nach Arosa 1100 oder 300 oder irgendwas Meter nach oben. So, einmal nach Kurstadt. Wird die Liste entsprechend auch lang sein, weil wir überall anhalten und Post ausliefern sollen.
weiß gar nicht, ob die in der Realität hier auch pfeifen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Aber irgendwie komme ich mir da irgendwie unsicher vor, wenn ich dort einfach einfahre, ohne dass ich irgendwie mal die Pfeife bediene. Abgesehen davon, dass die Pfeife auch ich die Pfeife bedienen darf. Ich muss gerade mal gucken, ob es hier irgendwelche Neuigkeiten gibt, weil langsam wird es echt beschissen. Geht nur um das Handbuch von der 101, was ich mir gestern mal angeguckt habe. Ich habe gesehen, dass die 101, die alte 101, auf allen anderen Strecken ersetzen kann, aber der Expert-Modus da nicht funktioniert. Was leider für den Preis nichts Gutes bedeutet. Ihr wisst ja, ich bin ja bei der 101 durchaus davon überzeugt, dass wir ein gutes Produkt bekommen, aber wie gesagt, die Preissache, die passt mir noch nicht so ganz. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. So. Die Bedarfslampen hier, die funktionieren ja auf der Strecke leider nicht. Das ist in Trainsim Classic besser gelöst auf der Rosa-Linie. Wir stehen jetzt ja hier eh einen kleinen Moment. Kann ich euch kurz zeigen, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, wir müssen hier schon das erste Mal Post wegbringen, ne? Nein. Also, dann zeige ich euch das mal kurz. Also, wir haben hier hinten so ein Signal gehabt. Dieses da. Und das ist ein Bedarfssignal. Das heißt, an der Station drücken die Fahrgäste auf den Knopf. Und dann kommt der Lokführer angetuckert. Tucko, 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 to, tucko, 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 to. Und dann leuchtet dieses Ding da. Und dann weiß der Lokführer, ah, an der Station möchte einer ein- oder aussteigen. Nee, einsteigen. Aussteigen wird natürlich im Zug selber gemacht. Und das ist dann die sogenannte Bedarfslampe. Also, nee, ob die wirklich so genannt wird. Aber ich nenne sie so, die Bedarfslampe. Also, dass ich als Lokführer quasi weiß, da möchte jetzt einer zusteigen. In meinem Bordell. So, und die nächsten Tage wird auf euch zukommen. Die M3 habe ich noch eine Einführung offen. Auf der Stenia habe ich noch eine Einführung offen. Also eine Dampflokomotive werden wir auf jeden Fall auch sehen. Und die 4024 haben wir noch eine offen. Warum auch immer. Wir machen es einfach. Damit das alles seine Vollständigkeit hier hat. Wie gesagt, die große Mission ist gerade den TSW-Tracker wieder auf Vordermann zu bringen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also ich finde auch relativ viele Sachen, die ich schon zu wenig eingetragen habe, die über die Zeit hier doch gemacht worden ist. Eine iMessage von einer mir unbekannten Nummer. Das DRL-Paket ist im Lager angekommen. Ja, deine Mutter ist ein DHL-Paket. Arschloch. Entschuldigung, aber... Ich erwarte aktuell ein einziges Paket und das wird nicht vor Oktober kommen. Denn meine Frau hat noch irgendwas heimlich für mich bestellt, von dem ich nichts weiß. Weil ich bestelle online fast gar nicht. Den N64-Controller, den habe ich online bestellt, weil man den halt nur über einen Online-Shop von Nintendo bekommt. Aber ansonsten bestelle ich online eigentlich gar nichts. Wenn ich irgendwas brauche, dann gehe ich in den Laden und kaufe es da. Außer diese Sache, die im Oktober irgendwann kommt, aber das hat damit zu tun, dass das halt Goodie-Pakete sind, die verschickt werden. Die bekommt halt jeder per Post, nicht nur ich. Das Wetter bei uns ist heute sehr angenehm. 19 Grad, die Sonne scheint. Aber es ist relativ angenehm. Weil wir so ein kleines Lüftchen haben. Jetzt geht's aber erstmal nach Untersachs. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Mal nach hinten. Aber nee, ich mache da nachher was anderes. Wir müssen ja eh Post ausladen. Können wir das auch nachher machen.
Muss ja nicht immer eine Lokomotive vorne auf dem Thumbnail sein. Kann ja auch mal was anderes sein. Folge 3, die ich heute aufnehme. Im Idealfall schaffe ich noch 2, dann bin ich gut im Plan. Liebe es ja, wenn hier Schnee liegt, ne? Ihr Content. Ich verstehe immer nicht, also das ist jetzt kein Witz, ne? Ich verstehe immer nicht, warum die ganzen Partner und Ambassadoren ihre Videos immer in diesem Discord, wo eigentlich nur wir drinne sind, immer teilen. Das verstehe ich bis heute noch nicht. Abgesehen davon, dass einer sich da schon entlarvt hat als jemand, der seine Abos gekauft hat. Da ist DTG wahrscheinlich hingegangen, hat das nicht ausreichend geprüft, weil der hat nämlich auf normalen Videos, die er teilweise hochlädt, hat er wirklich nur 40, 50 Wiedergaben und dann hat er ein Video, wo 70.000 Wiedergaben drauf sind, aber irgendwie gar keine Interaktion, also weder Däumchen noch, dass da irgendwie viele Kommentare oder vergleichsweise viele Kommentare unterstehen würden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Das lässt immer darauf schließen, dass sich dort Abos gekauft wurden. Ich glaube, inzwischen ist das gar nicht mehr so illegal von der YouTube-Seite her. Kann es auch verstehen, weil man da einen Haufen Energie reinsteckt, sowas zu entlarven. Energie und Geld. Und ja, ich habe ja hin und wieder auch so eine Abo-Prüfung. Das merke ich immer daran, wenn ich relativ viele Abos eine Zeit lang bekomme. Und dann stehen die erstmal 2-3 Tage da und auf einmal sind erstmal 20 Abos weg. Und dann dauert das wieder 3-4 Tage und dann sind die auf einmal wieder da. Und dann weiß ich immer, dass ich jetzt gerade überprüft worden bin, ob meine Abos alle rechtmäßig erworben worden sind. Keine Abos gekauft in meinem Leben. Es hat mal eine Zeit lang in den Fingern gekribbelt, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber das war noch zu Zeiten, wo ich wirklich gerade angefangen hatte und eigentlich auch noch darauf aus war, Geld damit zu verdienen, was ich ja heute nicht mehr mache. Also heute will ich nicht mehr unbedingt Geld damit verdienen. Ich glaube, ich habe 90% der Thumbnails von der Rosa-Linie hier irgendwo in den Galerien drin gemacht. Gefühlt. Was ich hier und auch an der Berliner Linie immer noch so beeindruckend finde, ist die Strecke, wie die gebaut ist. Und die ganze Zeit ZS brauche ich gar nicht. Und vor allem, wann das gebaut worden ist und wie schnell das gebaut worden ist. Und wenn man heute überlegt, was wir brauchen, um irgendwie 2 Kilometer Schiene oben auf dem Boden draufzulegen, auf dem flachen Boden. Und hier ist das einfach mal hier komplett in die Berge reingefräst, ne? Das ist schon eine andere Hausnummer. Ich glaube, wenn die Gotthardstrecke kommen würde, das wäre mein absolutes Schweizer Highlight hier. Jetzt drücke ich schon wieder die SIFA.
gerade mal kurz aus dem Tellerglas von der Mini-Flausch weggemacht, weil ein Teller nagt ja dazu, wenn das zu lange in der Luft ist, dass es Klumpen bildet. Wollen wir auch nicht haben. Und dann auch nicht so ein bisschen verstehe, ist, dass ich so Schwierigkeiten habe, über 30% Fortschritt beim TSW-Tracker zu erzielen. Oh, Rapid Transit kommt ja auch näher von den Prozenten her, das ist schlecht. Aber Journeyfahrten in Rapid Transit will ich eigentlich noch abschließen. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Die Fahrten da sind halt enorm lang, ne? Das sind jedes Mal 2 Stunden, also das werde ich jetzt während des Urlaubes nicht nehmen, weil ich mir keine 2 Stunden Zeit nehme, für ein Video zu machen. Schön ist ja, wenn ich die Prozentzahlen so ein bisschen näher beieinander kriege, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass die Abwechslung größer wird in den Videos. Wenn das fortschrittlich abgeschlossen ist, sind momentan hier einzelne Lokomotiven. Ich habe hier die Class 52. Da fehlt eigentlich nur noch ein Szenario und ich weiß auch, welches das ist, aber ist auch so eine 2-Stunden-Nummer. Kommt auch schon die Vectron und die 204, wie wir ja erst gesehen hatten. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun hier. Wir können ja hier schon mal draufklicken. Zack, bumm. Dann haben wir hier auch mal wieder ein bisschen Fortschritt erzielt. 7,8% beim Aggregatepaket. Ein Szenario fehlt da noch. Meine eigentlich auch noch ein Weihnachtsszenario hier irgendwo zu haben. Kann aber auch sein, dass ich das verbraten habe. Letztes Jahr Weihnachten. Ich weiß es nicht mehr. Den Holiday Express, den habe ich ja bis heute noch nicht geschafft abzuschließen. Vielleicht schaffe ich das dieses Jahr Weihnachten. Mal gucken. Wir halten gar nicht in Untersachs. Fahren dann direkt mal durch. Und dann müsste St. Peter Molinius kommen. Ah, jetzt fahren wir ein bisschen zu schnell hier rein. Ist aber nicht wild. Warum werden die Geschwindigkeiten eigentlich oben nicht vorangekündigt? Guck mal. 2,9 Kilometer, da vorne ist 30. Wird oben nicht angezeigt. Warum nicht? Fehler im System. Ist die Matrix hier verschoben? Luyen-Castiel kommt vorher noch. Meine Geschwindigkeitssignale hier kenne ich ja. Das heißt, also ich kann das auch ohne, dass es da oben angezeigt wird. Aber es wundert mich halt nur gerade. Bergauf ist hier halt dann natürlich total einfach, weil wir einfach nur den Fahrhebel auf die passende Geschwindigkeit einstellen. Den Rest macht die Lokomotive von sich selber aus. Wir haben Post. Hey, what? Nein, immer noch nicht. Oder ist das im Spam-Ordner gelandet? Dann wäre es natürlich. Aber das ist eigentlich noch nie passiert.
weiß ich nicht, beachtet. Böser Lokführer. Eine eigene Blödheit. Ah, ist wieder typisch. Unsere deutschen Basketballfrauen holen Olympiagold und der ZDF, der überträgt das nicht, sondern da sind die Nachrichten dann mal wichtiger. Wenn wir aber in Nachrichten brauchen, weil vor dem Deutschlandspiel Bomben in die Luft fliegen, in Paris, dann kriegen wir keine Nachrichten. Da ist dann das Fußballspiel auch immer wichtiger. Putin schickt Waffen in den Iran. Ja, welche Waffen? Du hast doch fast gar nichts mehr. Werden meine Geschwindigkeiten da oben nicht mehr angezeigt? Das wollten wir auch nicht. Liegt das jetzt nur an der Strecke oder? Bin ich dämlich? Gerade hart irritiert. Vielleicht liegt es wirklich an der Strecke. Ich weiß es nicht. Werde ich ja sehen, wenn ich gleich das nächste Video aufzeichne. Wie gesagt, auf der Strecke stört mich das jetzt gar nicht so schlimm. Ah, E-Mail. E-Mail. E-Mail von Duolingo. Ah, Mann, Alter. Ich sitze hier wie auf heißen Kohlen. Vom Kotzen. So, dann wollen wir mal die erste Post hier ausliefern. Da oben ist wieder so ein Anforderungssignal gewesen. Die Flausche fährt ins Büro, warum auch immer. Hälfte der Sommerferien sind ja schon um für sie. Ah, nö! Habe ich das Ding da vorne wieder an? Warum? Aus! Bleib aus! Was soll denn eigentlich die Gleisüberwachung sein? Fast eine Punktlandung. So, dann machen wir erstmal die Türen auf. Haben wir hier noch keine Post ausliefern? Doch. Steigen wir schon mal aus. Dann machen wir mal ein schönes Foto hier von dem Postwagen. Vielleicht so, dass man den Postbeutel vielleicht sogar sieht. Sehr schön.
Oh, sehen wir schon irgendwo einen alten Sack? Ein Säckli da. Oh, guck mal, hier ist ein Haltknopf zum Anfordern. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte. Ich war sehr gespannt. Wo ist er denn? Ja. Da ist es. Oh, das blinkt tatsächlich. Also der Knopf an sich funktioniert. Ja, cool. Also es würde funktionieren. Gehen Sie zum Briefkasten. Wo ist er denn, Briefkasten? Ah, da ist ein Briefkästli. Eine Briefkästli. Kann man auch so machen, ne? Ah, wir gucken mal. Ich mach mal vorsichtshalber einen Thumbnail und dann... Hey! Jetzt habe ich F11 gedrückt. Was ein Schwachkopf. Der Rama. Kennt ihr den? Kurz ein bisschen Krach machen. Oh, guck mal, meine Geschwindigkeiten da oben sind wieder da. Das gibt ja gar nicht. Das funktioniert. Das geht. Ich glaube nicht, das geht. Irgendwie bin ich heute drüber. Ich werde mal ein bisschen 35 fahren. Dass wir kein Nasenbluten kriegen. Jetzt können wir mal den Turbo machen. San Peter Molines kommt jetzt. Mein Dienstrucksack sieht aus wie Dresden 45, weil ich mein Büro leer geräumt habe. Finde ich meine Notfallration Zigarettenpapier nicht mehr. Und in dem anderen Rucksack. Welt meint es heute wieder nicht gut mit mir. Das heißt, nach dieser Aufnahme muss ich erstmal los, mir was zu rauchen besorgen. Ich habe noch eine kleine Ration gefunden. Haha. Ne, auch nichts mehr drin.
Hey, 33. Entschuldigung. Keine Notfallration mehr. Ich habe eigentlich immer irgendwo noch ein Überlebenspaket liegen, aber irgendwie heute nicht. Feuerzeuge, Blöcke, alles da, aber nichts zum Rauchen. Wie sagte man früher immer so schön, husten, ich habe ein Problem. Also. Den ganzen Rucksack auseinandergebaut, aber hätte ich eh leer machen müssen. Aber unsere neuen Rucksäcke, die haben auch viel zu viele Taschen. Ein Ersatzladekabel habe ich gerade gefunden. Aha. So, jetzt wollen wir erstmal Post abliefern. Türen auf.
Oh, wir werden alle sterben. Wann genau, habe ich nicht gesagt. Das gibt alles gar nicht hier. Das ist Folter. Aber wir machen die Tür mal zu. So, und auch hier einmal Post ausliefern. Oh, ich bin gestern mit der Tür offen gefahren. Oh, nicht schlecht. Ja, ich will mal da aufmachen. So, wo ist der Briefkästli? Da ist das Pöstli-Kästli. Das Köstli-Laböstli. Gut, dann machen wir die Schotten noch zu. Und dann würde ich sagen, geht es weiter. Und dann geht es jetzt nach Lützeriti. Ne, erstmal nach Langwies, glaube ich. Ne, nach Peist. Auf geht's. Hab meine Notration gefunden. Aha, ich habe sie aus Versehen weggeschmissen. Manchmal ist der Rama ein bisschen bescheuert. Aber ich werde nach dem Video mal kurz loslaufen. Ich brauche nämlich auch neuen Tabak. Gerade wegen heute Abend Handball. Szenario, das erinnert mich so ein bisschen an die Post in Hamburg früher. In Hamburg wurde die Post früher nämlich teilweise mit der Straßenbahn ausgeliefert. Beziehungsweise zwischen den großen Posten dann hin und her gefahren. Dann kam in den 70ern irgendwann die Rohrpost und dann war das Thema auch durch und da konnte man aber auch als normaler Fahrgast einfach seine Post hinten an der Straßenbahn in den Briefkasten schmeißen und dann wurde die an den Postämtern, wenn die Straßenbahn da vorbeigekommen ist, einfach entleert. Dann kam in den 90ern, in den 70ern irgendwann die Rohrpost, die aber auch nicht lange funktioniert hat. Oder nicht, also nennen wir es zwischen Hühnerposten, das ist beim Hauptbahnhof und dem Hauptpostamt am Stephansplatz. Dabei haben sie auch die historische Hammerburg gefunden, beziehungsweise den Mäuseturm. Den Bischofsturm. Wieder 30 Sekunden machen.
mal, Fahrgastwechsel haben wir. Machen wir die Türen schon mal zu, dann können wir nämlich mal rausgehen an den Postsack. Den Briefkasten habe ich schon entdeckt. Auch wieder so ein bisschen makaber, das Szenario. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas bei der Rhenischen Bahn wirklich ist, weil ich habe da mal eine Reportage über die Berliner Linie gesehen, dass beim da oben bei dem Restaurant Alpgrüm, glaube ich, auch die Eisenbahn quasi für das Entladen der Sachen zuständig ist, die im Restaurant dort benötigt werden. Deswegen halte ich das gar nicht für so unrealistisch. Mal gucken, wenn ich dies dann noch die 1000. Folge schaffe, dann mache ich definitiv einen 24-Stunden-Stream, Leute. Aber ich will dieses Jahr eh noch einen machen, unabhängig davon. Kommt das Langwies und dann kommt Lützerüthi. Und dann fahren wir schon nach Arosa hoch. Lützerüthi. Ne, Haspelgrube. Halten wir auch nochmal an. Ne, über einen Ort fahren. Ich wollte gerade sagen, Haspelgrube ist ja eigentlich nicht. Da eigentlich ein Betriebsbahnhof, wo die Züge einfach nur aneinander vorbei fahren sollen. Oh, schön Schluck Wasser. Wo sind wir morgen unterwegs? Das ist eine Frage, die man sich ruhig stellen kann, aber die S-Bahn Vorarlberg ist morgen dran. Mal einmal durch. England, Deutschland, USA, heute Schweiz, morgen Österreich, Frankreich und dann geht's wieder los. Wieder von vorn. Eigentlich nochmal einen Zettel schreiben, für welches Datum ich jetzt mein Gedöns hier schon beisammen habe. Bis zum 26. einschließlich 26. muss ich euch versorgen. Und am 26. ist der erste Schultag meiner Tochter auf der neuen Schule und da möchte ich gerne mitgehen. Habe ich mir extra auch nochmal einen Tag Urlaub genommen. Den ich aber auch woanders wieder aufgegeben habe, weil ich einen Tag in meinem Urlaub noch nach Frankfurt fahren muss, betrieblich bedingt. Heute Abend mit dem Ding erst um die Ecke gekommen, dann wird das echt noch eine anstrengende Nacht für mich. Comedy Central Tycoon. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Dann lassen wir jetzt schon mal rollen. Kurzes Stück bergauf geht's noch. Da können wir dann auf die 30 runter rollern lassen. Die Geschwindigkeitsschwelle. Und dann lassen wir reinrollern. Und dann schmeißen wir hier auch nochmal Post raus. Und hier stehen wir auch jetzt 1,5 Minuten wieder. Mal kurz zur Erinnerung, diese rot-weiß-weiß-rote Tafel, das ist euer Haltepunkt. Also davor solltet ihr anhalten, sollte das Signal da vorne rot sein, sonst seid ihr nämlich über Halt gefahren. Und dann hat sich das mit dem Szenario nämlich auch erledigt. Ich probiere jetzt mal aus, ob wir die Post vorher schon abliefern können. Weil ich vermute nicht. Ah, doch. Oder abgeholt? Die haben sie auch am Bahnsteig gespart. Aber irgendwie sind wir auch über ein doofes Gleis gekommen, oder? Ne, ist schon richtig. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Dann können wir gleich direkt losfahren. Sollte die Tür hinten natürlich nochmal zumachen, ne? Einfach so ein Hocker als Beifahrersitz hingestellt, auch nicht schlecht. Dann machen wir uns zeitig fahrbereit. Nein! Er will doch nochmal, dass wir aussteigen. Ah, hätte ja klappen können, oder? Ich hoffe, wir haben das Szenario jetzt nicht gefrackt. Die gute alte Nummer mit dem Szenario. Ah, Tür zu. Laufen wir wieder zweimal. Unter mir so. So, auf übers Langwies-Viadukt. Wir machen die Tür noch zu. Ah, mit der schönen Weihnachtsbeleuchtung. Wer sie noch nicht kennt, ne, die kriegt ihr, wenn ihr das, RB Anniversary Collection kauft, dann kriegt ihr diese Weihnachtsbeleuchtung auch mit dazu. Das ist aber nicht immer da, denn das kommt auch darauf an, wann ihr unterwegs seid. Das kann ich jetzt hier nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, man kann hier nirgendwo sehen, ne, wo man gerade unterwegs ist. Oder was? Doch, hier 1. Februar 20. Ja, okay, das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Mit der Weihnachtsbeleuchtung im Februar. Das machen auch die Eidgenossen nicht.
Zuruti. Echt mein Endgegnername eine Zeit lang gewesen, inzwischen kann ich's. Ah, doch, das sind doch die 35. Auf die habe ich gewartet. Immer noch keine Post. Dann sind wir auch schon kurz vor Lützeriti. Ja, der HSV hat schon wieder Topspiel am Wochenende, sehe ich gerade, gegen Hertha. Sehr schön. Kann ich wieder Free TV gucken. Bin ich ja eh im Urlaub. Naja, am 10. bin ich gar nicht da. Da bin ich ja noch auf dem Geburtstag, bevor wir dann nach Düsseldorf am Flughafen fahren. Auch geil, ne? Wir packen das Auto voll und fahren auf den Geburtstag und von dem Geburtstag fahren wir direkt Düsseldorf am Flughafen. Also bei der Post brauchen wir uns keinen Stress machen diesmal. Keine Zugbeeinflussung. War noch Halt erwarten. Oder Vorsicht. In diesem Fall haben wir sogar einen Bahnsteig. Neubau Albulaton. Also ganz viel Schleichwerbung hier. Schon beeindruckend die Strecke. Ohne Frage. Na, wieder warten, bis wir die Türen zumachen können. Aber können wir jetzt ja schon machen. Da können wir schon mal nach hinten laufen.
Ich glaube, wir kriegen ja noch Gegenverkehr. Also könnte ich mir hier gut vorstellen, weil bis jetzt ist nur ein Zug entgegengekommen. Aber auch wieder so ein bisschen dämlich, ne? Das Szenario, also die Reihenfolge des Szenarios, weil man macht ja, die, also ich würde jetzt theoretisch sagen, sinnvoller wäre es ja, die Türen aufzumachen und dann rauszugehen und die Post rauszubringen, während die Fahrgäste schon ein- und aussteigen. Aber irgendwie, hui, da kriegst du doch wieder einen Adler. Haspelgrube. Die kennen wir alle noch. Da sind wir, als das Szenario, das DLC damals erschienen ist, ist dort jeder Zug rausgesprungen. Weil dort irgendwie ein Bug drin war. Aber jetzt entfernen wir uns auch gleich erstmal von der Haspelgrube. Achtet mal wieder oben auf die Meter. Weil die ETG wieder nicht weiß, wie lang ihre Strecken sind. Deswegen wird Luftlinie genommen. Wuhu! Auch gerne mal die 33 fahren. Obwohl man hier so lange unterwegs ist, das kommt einem relativ kurzweilig vor. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon eine Stunde unterwegs bin. Hackfressen TV. Auch noch so viel Geld auf dem Konto. Mein Taschengeld ist noch eine ganze Menge offen. Bin ich gerade überrascht. Ich hätte eigentlich mit 100er weniger gerechnet. Das wird ein schöner Urlaub. Taschengeld für den Urlaub ist irgendwo bei 300 Euro oder so. Ja, guck mal, da ist noch unser Gegenzug. Muss mal kurz anhalten, da vorne ist rot.
Auch da wieder ganz wichtig, vor dem Schild da vorne anhalten, ne? Sonst zählt das als anzeigendes Signal überfahren. So, Signal ist grün. Jetzt warten wir auf die gelben Lämpchen. Die sind jetzt auch offen. Dann können wir jetzt rausfahren. So, dann muss ich mal hier mein Schnittprogramm aufmachen. Jetzt kriegen wir auch noch Schnee. Und die letzten 1,2 Kilometer bis nach Arosa. Da liefern wir die letzte Post dann ab. Da müssen wir den Briefkasten bestimmt suchen. Ah, ich liebe diese Strecke. Das ist wunderschön, ne? Auch wenn es noch nicht so detailliert ist wie die neueren Strecken, aber es ist wirklich eine schöne Strecke. Viele haben sich ja beim Release hier über den Hintergrund aufgeregt, dass hier oben irgendwie nur so vereinzelt Bäume sind, aber das stört mich gar nicht so krass. Irgendwann werde ich da auch mal hinfahren und dann werde ich mal die Concours über St. Moritz auch mal nach Tirano fahren und dann auch nach Arosa nach oben. Ich meine, es gibt ja ICEs, die fahren von Mannheim bis nach Chur durch, sofern sie pünktlich sind. Das ist natürlich Voraussetzung. Das ist ja nicht immer gewährleistet bei den ICEs. Wenn ein ICE mehr als 15 Minuten Verspätung hat, dann lässt die Schweiz ihn ja auch nicht mehr rein. Uschi hat gerade ein Abo dagelassen. Dankeschön. 4444. Abo. Schnapszahl. Danke, Uschi. Am besten lässt jetzt auch noch einen Kommentar da. Dann kann ich mich persönlich bei dir bedanken. Müssen wir den Zug eigentlich auch noch wegstellen? Tunnel. Ah, das ist er noch gar nicht. Dauert noch einen Moment. Aber das Signal interessiert uns noch nicht. Aber das nächste, das sollten wir dann einmal quittieren. Das ist auch immer scharf, das Signal da oben, die Einfahrt von Arosa. Was ja klar ist, da oben endet die Linie auch. Diese 60 Promille auch immer noch beeindruckend.
Aus dem Berg sollten wir raus sein. Und dann suchen wir hier auch mal den Briefkasten, wenn wir den irgendwo finden. Natürlich jetzt das große Fragezeichen. Aber wir suchen einfach mal. Hier oben noch Möglichkeit eine Punktlandung. Ah, das sieht sehr gut aus. So, ein letztes Mal die Türen auf. Hier müssen wir auch gar nicht so lange warten. Nennen die das Ding hier einfach Federspeicher. Ich würde es Handbremse nennen. Kann man die Lampe da eigentlich anmachen? Geht bestimmt, ne? Gibt irgendwo einen Knopf für. Gut, gut. Das letzte Säckli. Mal so ein bisschen Augen aufhalten, ob wir irgendwo einen Briefkasten entdecken. Ja, die Richtung ist die richtige. Wir oben sehen. Dann ist er bestimmt hier an der Wand. Haha, gefunden. Hallo? Uff. Dankeschön. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Jawollo, machen wir. Freunde. Und dann gehe ich jetzt mal shopping und ihr geht jetzt in euren wohlverdienten Feierabend oder für alle, die Nachtschicht haben, jetzt in euren Dienst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Däumchen da. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen. Und für alle von euch, die Bock haben, teilzunehmen am Screenshot-Contest, die kommen auf den Discord. Der Link, der ist in der Videobeschreibung. Und dann habt ihr die Chance, dort jeden Monat einen 15-Euro-Gutschein für Steam, Xbox, PlayStation oder Nintendo zu gewinnen. Außerdem könnt ihr mich aktiv unterstützen, indem ihr Mitglied werdet und so könnt ihr dann auch alle meine Let's Plays. Und in dem Sinne, euch jetzt noch ein schönes Abend und von mir natürlich, wie immer gepflegt ist, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.